Was auch schon mit unseren heutigen Steaks zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt gleich, nämlich der Ricci veredelt sein Fleisch mit zum Beispiel Zirpenasche und dazu machen wir natürlich ein cooles Grillgemüse und noch verschiedene Tipps, wie zum Beispiel eine hausgemachte Senfsauce. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Wir sind heute auf dem Weg nach Feistenau zum Grillen, nämlich zum Ricci Walkner. Und der veredelt sein Fleisch, und zwar sehr außergewöhnlich, in Zirbenasche, Butter oder auch Bienenwachs. Und das werden wir uns heute einmal genau anschauen. Jetzt laden wir noch schnell unser Auto, das geht recht flott, und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Hallo Ricci, servus. Grüß dich, hey. Freut mich. Du, ich habe halt richtig Lust auf Fleisch und weißt du, bist der Spezialist dafür. Können wir uns was anschauen? Unbedingt. Schauen wir gleich in meine Schatzkammer. Sehr gut. Da findet man sicher was. Hier reinspaziert. Sehr cool. Wow, Wahnsinn. Das ist ja ein Mekka für Fleischesser, würde ich sagen, oder? Ja. Also unglaublich. Und da hast du schon die Produkte drinnen, gell? Genau, das sind meine Verkaufskühlschränke. Da haben wir was in Bienenwachs erinnern. Das habe ich auch aus der Umgebung, das habe ich von einem guten Freund, der ist Imker, da in der Gegend. Und von dem kriege ich immer wieder mal Bienenwachs und dann hülle ich das Fleisch damit ein. Es reift somit unter Luftabschluss, das heißt anaerob. In dem Fall haben wir da jetzt ein schönes Stück vom Ribeye drinnen. Also der Rostbraten im Endeffekt. Und das Bienenwachs hat den Vorteil, dass es antibakterielle Wirkung hat. Und mit dem Prozess kann ich das Fleisch relativ lang reifen. Was ist das Maximum an Zeit, was du reifen lassen kannst? Der gesamte Reifeprozess kannst du sagen, da liegst du ungefähr so zwischen 6 bis 8 Wochen. Das ist ja ganz schön lang. Kommt aber nicht sofort ins Bienenwachs rein, sondern wird zuerst einmal wirklich 2 Wochen meistens beim Metzger abgehängt. Ja. Dann kriege ich sie, dann lasse ich es auch nochmal 1 bis 2 Wochen abhängen. Und dann wird es mit Bienenwachs vermantelt. Und dann kommt es in meine große Reifekammer rein. Und da darf es noch einige Wochen drinnen verbringen. Du hast aber auch noch andere Reifearten, gell? Und auch vor allem, wo sind die großen Stücke? Die haben wir ein paar Meter weiter. Sehr gut. So, Wahnsinn. Also das ist ja unglaublich, was da alles drinnen ist. Da dürft ihr mich jetzt nicht allein lassen, gell? Weil ich da jetzt alles aufräumen und alles aufschneiden. Aber da gibt es ja gewisse Reifezeiten, die man einhalten muss, gell? Oh ja. Ich meine, grundsätzlich, bei mir fängst du bei Aging wirklich bei 28 Tagen an. Ja, bei Fleisch, gerade beim Rindfleisch ist es so, nach 21 Tagen hat es für normal die maximale Zartheit. Ja, ja. Aber die Aromen kommen erst dann mit der Zeit. Also so ab dem 28. Tag fangen die tiefen Aromen an zum Kummer. Ja, und ich reife halt dann grundsätzlich 6 bis 8 Wochen oder auch entsprechend drüber. Das längste, was ich bis jetzt gereift habe, waren 210 Tage. Das war unglaubliche Geschmackstiefe, ja. Und ja, war ein sensationelles Stück Fleisch. Und wie kannst du das jetzt, hast du irgendeinen Kontrollmechanismus, wenn du sagst, das ist jetzt da einpackt, weil du siehst ja nicht rein. Also du musst ja irgendwo, ist das eine reine Gefühlssache oder hast du schon Mittel und Wege, wie du schauen kannst, wie weit ist das jetzt? Wir haben schon einen wichtigen Sinn, das ist der Geruchssinn. Also wenn ich in den Kühlraum reingehe und es wird mir irgendwas schmierig, sagt man da, also wo es nicht ordentlich abtrocknet, ja, dann riechst du das relativ schnell. Aber ansonsten, wenn es natürlich eingepackt ist, ist immer die große Überraschung, wenn du es auspackst, ja, wie schaut es denn eigentlich innen drinnen aus? Es ist immer ein Geschenkspaket. Es ist immer, genau. Und das Bienenwachs haben wir ja schon gesehen, ja. Aber du machst ja auch noch, ich habe Butter, dann Asche, Zirbe vor allem auch. Genau. Also das war heute unglaublich interessant. Also heute verkostet man Zirbenasche, da tue ich Zirben nadeln und esse das selber veräschern, mit Gewürze anreichen und dann das Fleisch damit einpacken. Und auch ein zirbennadelgereiftes Stück Fleisch werden wir kosten. Und dann noch was Spezielles, nämlich gereift mit Butter, Wagyu, Fett und Zirbentrester. Also da packe ich das Fleisch ein.
und das hat auch ungefähr schon 6 Wochen war das da drinnen und das werden wir heute auch ausprobieren. Die Zirbe gehört zu den Kieferngewächsen und sie wächst ungefähr auf 1500 bis 2400 Meter Seehöhe. Durch die klimatischen Bedingungen wächst sie sehr langsam und wird dadurch auch bis zu 1000 Jahre alt. Die Zapfen des immergrünen Baums reifen nur alle 6 bis 8 Jahre und auch genau das ist der Grund, warum die Zirbe unter Naturschutz steht. Aber die Zapfen und die Samen, die man am Boden findet, die kann man natürlich verwenden und das machen viele gern für Schnäpse oder auch für Liköre. Im Kernholz der Zirbe ist der sogenannte Wirkstoff Pinosylvin enthalten, der wirkt antimykotisch, also gegen Pilzbefall. Aber das ätherische Öl des Zirbenholzes, das ist quasi ein Dopaminprodukt, also es regt unsere Glückshormone an, ist für unsere gute Laune zuständig, fördert unseren Schlaf, baut Stress besser ab und es reguliert auch unsere Herzfrequenz, also die Herzfrequenz senkt sich. Dafür verantwortlich sind die ätherischen Öle Alpha-Pinen, Beta-Pinen und Delta-3-Caren. Aber diese Produktion des ätherischen Öls ist sehr aufwendig. Man braucht bei der Wasserdampfdestillation 100 Kilogramm Holz für 1 Liter Zirbenöl. Was genau macht jetzt die Zirbe mit dem Fleisch? Das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen, was da passiert. Also du kriegst einfach mit der Zirbe leichte Geschmacksnuancen von der Zirbe in das Fleisch hinein. Ja. Mir geht es immer bei der Reifung, dass ich mit Geschmacksnuancen spiele, ja, aber dass ich den Fleischgeschmack an sich nicht überlagert. Bei der Zirbenasche ist das Thema, dass Asche alkalisch ist, ja, und dass ich das Fleisch damit sehr lang eigentlich reifen kann. Und theoretisch könnte es ja in allem eigentlich reifen lassen, oder? Oder gibt es da irgendwo eine Grenze? Was gibt es denn bei dir sonst noch so für Reifearten? Also ich habe in etwa im Moment mit zwischen 10 und 12 Reifearten, mit denen ich spüre. Okay. Auch Schwein habe ich einiges drinnen. Auch das kann man entsprechend lang reifen. Ja, und ich experimentiere halt gern. Ich habe gerade was einpackt, das ist in Rotwein reif. Ich habe schon mit Whisky gereift, das kommt auch immer wieder. Das ist gerade für Whisky-Fans sehr spannend, wenn ich dann den richtigen Whisky dazu habe. Und das hat mich angefangen zu faszinieren, welche Aromen man da reinkriegt. Ja, butterige, nussige Noten in Rindfleisch, in Schweinefleisch, grundsätzlich aus der Region. Mir ist immer wichtig, dass die einfach ein tolles Leben gehabt haben, viel auf der Wiesen waren, viel Weidegang gehabt haben und dass sich der Bauer gut darum gekümmert hat. Und natürlich in letzter Konsequenz, dass sie stressfrei geschlachtet worden sind. Und dann geht es da drinnen weiter und dann kommt wirklich ein tolles Produkt heraus. Und du hast jetzt haben wir ein paar, die wir auf den Griller schmeißen können und das werden wir jetzt gleich mal angehen, oder? Weil unbedingt. Sind, oder? Ja, mir geht es genauso. Wo sind die Griller? Die stehen draußen. Schauen wir raus. Da sind sie ja schon, die Riesenteile. Ganz pechschwarz. Wahnsinn, schaut richtig gut aus. Das ist Zirbenaschen. In Zirbenaschen greift alle 3 Stücke 56 Tage gereift. Das sind Zirbennadeln. Und da haben wir noch eins. Das ist Zirbentrester vermischt mit Wagyu-Fett und Butter. Wow. Das werden wir heute auch machen. Ich freue mich aber auch schon auf die Beilagen, was du uns heute zauberst. Ich habe mitgebracht eine Pimentas, ein bisschen grüne und ein paar Paprikaschoten. Schön bunt. Und einen violetten Spargel. Den muss man natürlich nicht schälen. Den können wir gleich so draufgeben. Mit ein bisschen Salz würzen. Und dann machen wir uns noch 2 Dips. Einmal einen selber gemachten Senf und einmal einen Wiesenkräuter-Dip. Traumhaft. Also da wird es uns halt gut gehen. Ja, dann jetzt schneiden wir auf da. Ich bin jetzt gespannt. Dann schneiden wir an. Also von der Fleischreifung, Drucktest schaut gut aus. Er kommt nicht mehr raus, bleibt. Ja. Das heißt, das ist ein Zeichen für lange Reifung, für zartes Fleisch. Wir haben eine feine Marmorierung drinnen und dann schauen wir da auch gleich noch rein. Das hat ein bisschen. Das hat schon kräftige kerniger. Aromen, genau. So, und da werden wir uns jetzt auch schön ein Stück Kolaba schneiden. In der Größe. Ja, wir haben ja einen Hunger, gell? Ja, wir haben einen Hunger. Schaut gut aus. Ja, richtig gut. Also das Wichtigste ist, bevor etwas in den Verkauf geht, kosten. Ja? Das heißt, wir schneiden uns da mal ein kleines Stück Kolaba und schauen, wie haben sich die Aromen entwickelt. Wie schmeckt es? Wie ist das Mundgefühl? Ja. Es ist zart. Schmeckt schön nach Rind, es ist ein bisschen Zirbe dabei. Und die kommen jetzt dann am Griller, da werden wir es dann gleich starten und alles andere kommt wieder in die Kühlung, damit wir die Kühlkette nicht unterbrechen.
Ich habe schon gesehen, du hast einiges an Kühlungen. Also das ist natürlich einiges an Energiebedarf. Wie machst du das so mit dem Energiesparen? Nachdem wir 3 Tage in der Woche offen haben, schaltet man natürlich die Verkaufskühlschränke 4 Tage in der Woche aus, um Energie zu sparen, um Strom zu sparen. Und natürlich ist das Thema Photovoltaik bei uns im Gespräch und das wird auch in naher Zukunft realisiert werden. Genau. Sehr gut, legen wir los. Das stellen wir am Anfang einmal ganz einfach in die Mitte. Genau. Ja, dann lassen wir jetzt mal ein bisschen Hitze ins Gusseisen reinkommen. Einmal die Zirbenbutter runterrennen. Und dann grillen wir das Steak auch scharf nochmal an auf der Plansche. Ah, das kriegt natürlich gleich einen gewaltigen Duft, ja, wenn es anfängt zum Brutzeln. Was sind jetzt so deine Geheimtipps für das richtige Zubereiten? Was machst du anders als andere? Ich weiß nicht, ob ich was anders mache. Wichtig ist mir einfach die Kerntemperatur. Ja. Mhm. Dass ich auf eine Kerntemperatur bei gereiftem Fleisch, ich komme in etwa von 53 Grad, das haben wir bei Medium Rare, desto länger das Fleisch gereift ist, desto niedriger kann ich mit der Kerntemperatur runter, desto öter das Rind ist, auch weniger Kerntemperatur. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man es ja nicht durchmacht, weil dann ist halt die Saftigkeit und die Zartheit nicht mehr so gegeben. Was würdest du sagen, wie lange das die jetzt ungefähr brauchen am Grill? Die brauchen jetzt schon Zeit, weil wir grillen es da jetzt ordentlich an und werden es dann von der direkten Zone, was wir da jetzt haben, direkte Hitze, werden wir es dann in die indirekte Zone tun und da werden wir es dann noch rosten lassen und durchziehen lassen. Mhm. Und dann ganz wichtig zum Schluss eine Rastphase in etwa von 10 Minuten, wo wenig Hitze oder kaum Hitze vorhanden ist, dass sich einfach dieser Fleischsaft, den wir drinnen haben, wieder ausdehnen kann, die Muskelfasern sich entspannen können, damit wir dann wirklich einen Genuss am Teller haben. Genau. Das heißt, wir könnten eigentlich in der Zwischenzeit die Dips machen. Richtig. Und unser Gemüse vorbereiten. Absolut. Super. Das machen wir jetzt. Perfekt. So, Richie, als erstes machen wir jetzt unseren Wiesenkräuter-Dip. Und zwar brauchen wir da als allererstes als Basis ein bisschen einen Schafskäse. Schafskäsebällchen kann man da hernehmen. Die werden wir dann vermischen mit ein bisschen einer Creme Fraiche. Zu gleichen Teilen mit einem Schafsmilchjoghurt. Und da geben wir dann dazu unsere frisch gehackten Wiesen- und Wildkräuter, die natürlich ein wunderbares Aroma geben. Und der Bediener hat die Kräuter besorgt und die hat auch noch ein paar Infos für uns. Ah, okay. Als ob es die Natur ganz genau wissen darf, hat sie für uns jetzt zu der Jahreszeit genau das Richtige parat. Und zwar zum Beispiel das Schaboxkraut. Das hat jetzt ganz viel Vitamin C enthalten, wirkt super für unser Immunsystem. Oder auch der Bärlauch, der putzt unsere Gefäße durch und wirkt blutreinigend. Dann haben wir da auch noch den Hainsalat, der hat ganz viele Mineralstoffe. Oder auch die Schlüsselblume und das Veilchen mit ihren Schleimstoffen wirkt sie noch lösend auf festsitzenden Schleim von den hartnäckigen Wintererkältungen. Wir haben da auch noch das Labkraut, das hilft uns ein bisschen durchzuspülen. Wir haben da eine frische kleine Gundelrebe, die hat Bitterstoffe, die uns die Leber anregt. Und da haben wir noch die Zahnwurz, aber auch das bittere Schaumkraut, das mit den Senfölglykosiden super für unsere Verdauung wirkt, antibakteriell und entzündungshemmend ist. So, unser Wiesenkräuter-Tipp schaut schon sehr gut aus, oh, den können wir gleich so hernehmen. Ihr macht, glaube ich, die Soßen auch immer selber, gell? Richtig, also wir haben 3 Soßen, die wir selber machen. Da arbeiten wir nur mit natürlichen Produkten. Am liebsten eigentlich immer mit frischen Kräutern, genau, weil das hat man meistens da. Ja. Und das ist eigentlich am natürlichsten. Und wir haben aber auch noch eine zweite Variante, die jetzt nicht mit frischen Kräutern ist. Ein bisschen was ist drinnen, aber eher in Richtung Senf geht. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Der Senf gehört zu den Kreuzblütengewächsen und der stammt ursprünglich aus Indien. Bei uns wird er auf Feldern angebaut und schaut dem Raps zum Verwechseln ähnlich. Man erkennt ihn aber daran, wenn man die Blüten und Blätter zwischen den Fingern zerreibt, riecht es nach Kresse. Und das kann man schon verwenden für Salat, für Toppings oder auch für Aufstriche. Nach der Blüte entsteht die Schote und da sind dann so hellgelblich-weiße Senfkörner enthalten. Die kann man super für Gerichte verwenden, die dann eine würzig scharfe Note geben. Der Senf ist ein richtiges Powerkorn. Er wirkt verdauungsfördernd, er löst uns festsitzenden Schleim, er wirkt antibakteriell, aber auch gegen Entzündungen. Und auch der Pythagoras hat schon gesagt, dass der Senf unseren Verstand schärft. Und das alles haben wir hauptsächlich den Senfölglykosiden zu verdanken, die im Senf enthalten sind. Er hat auch noch B-Vitamine, Vitamin E, Magnesium, Kalium,
und Eisen enthalten. Aber in einer konventionellen Senfdose ist nur ungefähr die Hälfte an Senfkörnern enthalten. Darum eignet sie sich besonders gut, den Senf selbst herzustellen. Und den Geschmack und die Schärfe, das kommt je nach Senfsorte zur Geltung. Und zwar die braunen und schwarzen, die machen den Senf besonders scharf. Man kann aber zum Beispiel auch aus den Senfsamen selbst Kresse ziehen. Für unseren selbstgemachten Senf haben wir jetzt zwei Komponenten. Nämlich einmal haben wir die blanchierten Senfkörner und einmal das Senfmehl. Das Ganze werden wir dann vermischen mit der Flüssigkeit von den Senfkörnern, die wir da dabei haben. Ein Hauch Zucker als Gegenpart für den Essig. Das Ganze mit ein bisschen am Kurkuma noch schön Farbe geben, dass das eine schöne, knallige, gelbe Farbe kriegt. Ganz zum Schluss hackt man dann noch ein bisschen an frischen Estragon rein. Dann kriegt das noch einmal so eine schöne Estragon-Note und hat mit den groben Senfkörnern dann eine ganz interessante Konsistenz. Leicht weil wenn man drauf beißt, dann platzen diese kleinen Senfkörner dann so im Mund und das ist ein ganz interessantes Mundgefühl. Und dann ist unser Senf-Dip eigentlich fertig. Unser Grillgemüse, würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich, ja. Weil damit das gleichzeitig mit dem Fleisch dann auch fertig ist. Das brauchen wir eigentlich nur, so wie es ist, ungeschält direkt auf den Grill geben, mit ein bisschen Öl marinieren. Aber weißt du, was wir statt Müll hernehmen konnten? Svagiofett. Oh ja, das war natürlich. Da haben wir sofort diesen Demumami-Geschmack dabei. Und wir brauchen kein Öl. Perfekt. Und es passt perfekt dazu. Nehmen wir gleich Svagiofett. Svagiofett ein bisschen drauf, dann das Gemüse rein, schön abgrillen und nachher nur mit ein bisschen groben Salz würzen. Und das ist die perfekte Beilage. Mein Hunger ist groß genug, dass wir jetzt endlich essen können. Beinahe. Ich würde sagen, starten wir durch, oder? Schneiden wir das Fleisch auf. Absolut. Sehr gut. Jetzt geht's dahin. Also richtig total geilen, nussigen. Das werden wir jetzt gleich probieren. Ich bin schon sehr gespannt, wie es euch schmeckt. So, Elisabeth, du weg jetzt die Kamera, sonst. Es hat ein bisschen mehr Biss, aber es ist saftig. Geniales Fleisch mit diesen traumhaften Reifungen. Und wenn euch unsere Sendung gefallen hat, dann da klicken und da abonnieren.